Herzlich willkommen zu einem neuen Video von QSO für Your Tech. Heute mal ganz kurz gezeigt, wie ihr euer Word sicher machen könnt, wie ihr in Word, Microsoft Word, Makros deaktivieren könnt. Warum deaktiviert man sogenannte Makros, beziehungsweise was sind Makros eigentlich? Makros sind eigentlich recht nützlich, kurz zur Erklärung. Die sollen die Arbeit erleichtern, die übernehmen selbstständig im Hintergrund irgendwelche Abläufe. Das Problem ist eben, dass halt viele, ja, Kriminelle mittlerweile Makros oder Makroviren für Word oder auch Excel-Sheets zum Beispiel einsetzen, um Rechner zu infizieren. Das heißt, man bekommt dann eine Mail mit einer Rechnung.docx oder Doc. Dahinter befindet sich augenscheinlich eine ganz normale Word-Datei mit einer Rechnung, was einen schon mal schutzig machen sollte, denn Rechnungen kommen ja nie als Word-Datei, da man ja Word-Dateien verändern könnte. Und ja, wenn man das Ding ausführt, wird eben nicht nur eine Word-Datei geöffnet, sondern Word führt im Hintergrund Aktionen durch, die in diesem Makro drin sind und infiziert den Rechner damit. Wie kann man sowas verhindern, dass überhaupt Makros benutzt werden? Viele Word-Anwender benutzen ja gar keine Makros, deswegen sollte man diese dann erstmal deaktivieren bzw. das vielleicht so einstellen, dass ein Hinweis kommt, falls man doch Makros verwendet. Aber prinzipiell würde ich jeden Anwender empfehlen, Makros von vornherein zu deaktivieren. Ja, was kann passieren? Man sieht das ganz schön anhand unseres Videos zum Thema Ransom und Kryptowährung. Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Da beschreiben wir mal, was passieren kann, wenn so ein Makro mal zuschlägt, so ein Infizierter. Und ich zeige euch jetzt mal schnell, wie es in Word 2016 aussieht. Wie kann ich das Ganze hier deaktivieren? Erstmal Word ganz normal geöffnet, dann gehe ich auf Datei, gehe auf die Optionen, gehe in das Trust Center und gehe hier auf Einstellungen für das Trust Center. Links habe ich Makro-Einstellungen und hier sollte ich zumindest alle Makros mit Benachrichtigung deaktivieren aktiviert haben. Noch besser ist es aber, dass man sagt, alle Makros ohne Benachrichtigung deaktivieren. Das heißt also, erstmal wird gar nichts angezeigt, solltet ihr, keine Ahnung, Kinder haben oder wie auch immer, Leute, die am PC sind, die vielleicht noch nicht so firm sind, dann würde ich das ohne Benachrichtigung deaktivieren, weil diese Leute werden mit Sicherheit keine Makros verwenden und wenn das dann nicht geht, dann werden sie sich schon melden und werden dann sagen, okay, ja, ich bräuchte Makros oder warum funktioniert das nicht, dann kann man es ja aktivieren. Aber prinzipiell im Moment, gerade für Anwender, die nicht so firm sind und auch mit Makros überhaupt nicht arbeiten, würde ich definitiv ohne Benachrichtigung das Zeug deaktivieren. Dann kommt man auch nicht in die Verlegenheit, mal versehentlich auf Aktivieren zu klicken. Und dann seid ihr zumindest, was Makroviren angeht, in Word-Dateien relativ gut gewappnet. Und prinzipiell natürlich unsere Tipps wie immer, aktueller Virenschutz, Windows-Updates, ja, nicht alles öffnen, das sind so die Tipps, regelmäßige Backups, das sollte man natürlich trotzdem weiterhin machen, aber das nur mal ganz kurz gezeigt, wie man sein Word gegenüber oder seinen Rechner gegenüber Makroviren in Word und Excel eben schützen kann. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, schaut wie gesagt auch mal bei unseren anderen Videos vorbei, lasst ein Abo da und ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von QSO für Your Tech. Aber in dem Zusammenhang, ich wollte noch mal in die Kamera sagen, bei Technikfragen gucke ich immer auf dem YouTube-Channel von QSO4U. Wow. Wie kommen wir wieder zurück in den Chat? QSO4U.